Hallöchen, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen mal auf das Highlight, was im März auf euch zukommen könnte. Was wird ein Highlight werden? Was wird extrem wichtig werden? Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst du dir einfach um. Und ja, das Reading soll für den März sein und beziehungsweise das Highlight im März. Ne? Gut, starten wir mal. Was kriegen wir hier? Oh, wir haben schon mal die 8 der Stäbe. Das Ass der Kelche. Ah, hier ist nur eine Karte runtergefallen. Die Gerechtigkeit. Page der Kelche. Tatsächlich doch noch eine Karte zusätzlich. Königin der Kelche und das Ass der Stäbe. Also das, was mir hier tatsächlich reinkommt, ich muss mal gucken, dass ich das ein bisschen zurechtschiebe hier. So, das, was mir hier reinkommt, ist tatsächlich, dein Highlight wird hier entweder wirklich ein neues Projekt sein, im März, oder du lernst jemand Neues kennen oder eine Liebe wird wieder aktiviert. Ja, wir haben hier wirklich faire Entscheidungen, die hier für dich wichtig werden. Das könnte ein Highlight in dem März sein, ja, womit du überhaupt nicht rechnest. Hier kommt ein positiver Umbruch rein. Ja, es könnte auch wirklich sein, dass wenn das passiert, wenn diese Nachrichten reinkommen, dass du hier wirklich anfängst vor Freude, ich sag's mal so, Luftsprünge zu machen, zu feiern, zu weinen, ja, zu kreischen vielleicht auch. Also ich habe hier eine Energie, die sagt, alles Alte, alles Ausgelutschte, alles, was, ich sag's mal so, keinen Platz mehr hat, ja, was schon lange überfällig ist, geht jetzt raus im März. Also wir haben hier wirklich die Energie von positiven Umbrüchen, positiven Veränderungen. Es kann auch wirklich sein, tatsächlich, dass du etwas Größeres geplant hast für den März und das wird hier einen Boom. Ja? Also ich habe hier wirklich einen Erfolg drin. Ich habe hier schnelle Bewegungen drin. Das kann mit einem Job zusammenhängen, das kann mit der Liebe zusammenhängen, das kann tatsächlich, mit einem Projekt zusammenhängen. Ja, es ist je nachdem, worauf du jetzt schaust. Ich habe hier die Königin der Kelche. Das ist Krebs, Fische, Skorpion vom Sternzeichen. Und hier geht es auch darum, dass vielleicht Dinge, die du, wo du emotional wirklich unglücklich warst, ja, diese emotionale Unglücklichkeit, die wird weggesprengt. Ja, hier passieren Ereignisse, hier kommen Nachrichten rein, die dir einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern und wo du einfach das Gefühl hast, wow, mir öffnen sich hier gerade echt viele Türen, ja, also zumindest eine riesige Tür habe ich und das mit der Gerechtigkeit ist auch etwas, das ist hier eine Auszahlung, die hast du verdient. Ich kann auch für viele nicht ausschließen, dass es hier wirklich um Nachrichten geht, um Einladungen geht, um eine Gehaltserhöhung geht, um einen Gerichtsprozess, den du vielleicht auch im März hast, ja, den du gewinnst, um gute Nachrichten, die da reinkommen, ja, und einfach Sorgen und Kummer werden weggewaschen. Also das ist echt der Hammer. Wir haben hier auch den Karpfen tatsächlich auf der Karte und das ist hier für mich auch ganz klar der Sieg. Ja, also hier feierst du irgendeinen Sieg. Hier wirst du vielleicht auch mit anderen Leuten anstoßen. Ja, neue Projekte, etwas, was wirklich boomt. Also es ist der Hammer. Also die Energie scheint hier richtig gut zu sein und hier wirst du ein Highlight erleben im März, wo du jetzt vielleicht auch noch gar nicht so wirklich mit rechnest. Ne? Dieses Highlight allerdings hat so einen, ja, dezenten Haken, würde ich mal sagen. Und zwar ist es so, dass es hier dein Leben ganz schön durcheinander wirbeln kann. Das heißt, hier verändert sich grundlegend etwas entweder in dir oder im Außen.
Kann auch sein, dass es hier bei einer Person ist, ja, auf die du schaust. Das mag hier möglich sein, ja. Fakt ist, dass hier wirklich, ich kann es immer nur wieder so sagen, eine Energie reinkommt im Laufe des März, ja, wo du das Gefühl hast, endlich habe ich die Gerechtigkeit, die ich mir immer gewünscht habe. Ja? Also so etwas habe ich hier. Das ist echt der Wahnsinn. Also vielleicht, wenn du hier auf die Liebe schaust und auf den Gegenüber schaust, ja, habe ich hier für dich höchstwahrscheinlich einen jüngeren Menschen oder er wirkt jünger. Es könnte sein, dass er dunkle Haare hat. Ich habe hier jemanden, der sehr gerecht ist. Ja, vielleicht ist es auch eine Waage vom Sternzeichen, könnte auch möglich sein. Grundsätzlich nehme ich hier einfach wahr, dass dieser Mensch auf jeden Fall schaut, dass das Geben und Nehmen bei euch im Einklang ist. Du kannst mit liebevollen Gesten von diesem Menschen rechnen, ja, der steht hier wirklich auch in seinen Gefühlen, der steht zu seinen Gefühlen. Und vielleicht warst du auch jemand, vielleicht bist du gerade schon in der Kennenlernphase und tatsächlich ist es so, dass du dich eher sehr zurückhältst, ja, dass du vielleicht auch Emotionen versuchst zu unterdrücken, entweder auf eine Angelegenheit oder tatsächlich auch in Bezug auf einen Menschen. Und da sehen wir tatsächlich, das wird gesprengt. Und das kann hier wirklich was damit zu tun haben, was dieser Mensch dir hier sagt. Das kann hier für einige wirklich sein, dass man sagt, du, ich möchte mit dir wirklich jetzt eine feste Beziehung haben. Hier ist so viel Leidenschaft zwischen uns. Hier knistert es, hier flammt es, ja, und hier fließt es vor allen Dingen auch. Und das könnte dich hier zur Königin der Kelche machen, ja, dass du sagst, boah, ich sauf gerade ab vor so viel Gefühl. Also hier könnte wirklich so etwas reinkommen, was dich gefühlsmäßig ordentlich durcheinander wirbelt, gleichzeitig dir aber eine wunderschöne Tür öffnet, ja. Also das ist der Hammer. Dieser Mensch hier könnte auch sehr romantisch sein, mit dem du es zu tun hast, oder er hat auf jeden Fall einen Hang zur Romantik, ja. Auch könnte er sehr viele liebe Worte in deine Richtung verwenden. Das heißt, hier können Komplimente eine Rolle spielen, ja. Es könnte sein, dass man dir wirklich so sagt, dass das schön ist, dass es dich gibt oder dass du im Leben dieses Menschen bist oder dass du eben wirklich auch sehr, sehr attraktiv bist, ja. Also hier liebt jemand auch dieses Feuer, was du ausstrahlst, ja, und vielleicht auch ein Stück weit diese Unnahbarkeit, das können wir hier auch gut vorstellen. Und es ist auf jeden Fall auch jemand, der so ein bisschen, ich würde sagen, nicht nur jung geblieben wirkt, sondern auch jung im Herzen ist. Der bringt hier so eine richtige Frische rein, ja. Also so eine richtige frische Brise, die dich einfach erfrischt, wo du das Gefühl hast, okay, dieses alte, kaputte, das kann jetzt endlich raus, ne? Es kann für einige wirklich hier auch sein, dass du vorhast, hier irgendetwas umzubauen, umzustrukturieren in deiner Häuslichkeit. Es kann auch sein, dass du anfängst, wirklich auf gewisse Dinge zu verzichten, wo du weißt, es tut dir und deinem Körper nicht gut. Du fängst hier an, etwas zu verändern und hier kommen wirklich mindestens eine große Tür, die sich hier öffnet, die dein Leben hier im Positiven verändert. Ja, das ist hier wirklich auch die Welle des Erfolgs, kann das hier sein, die hier auf dich zukommt. Also es ist echt Hammer. Die Chance wirst du auf jeden Fall haben, ja. Ob du diese Chance annimmst, das liegt natürlich ganz allein bei dir. Ich sehe aber, dass hier, wenn das hier auf dich zukommt, du emotional ziemlich durchgewirbelt wirst, ja, und da ist es ganz, ganz wichtig für dich, ein Gleichgewicht zu halten. Das habe ich hier auch drin und das ist manchmal ziemlich schwierig. Es kann auch sein, dass du hier zwei Chancen bekommst, ja. Es kann zum Beispiel einmal die Liebe betreffen, gleichzeitig läuft es im Beruf auf einmal richtig rund, ja. Also wir haben hier wirklich einen Umbruch im positiven Sinn. Hier ist vielleicht auch zwischendurch, tatsächlich kann es sein, bevor dieses Highlight eintritt, dass es hier zu Konflikten, zu Streitereien kommt, dass es auch zu Trennungen kommt, ja, von Menschen, wo du einfach sagst, okay, diese Menschen bringen mir nichts mehr, diese Situation in meinem Leben, da ist nichts mehr zu holen, es ist einfach verbrannte Erde, ja, und das ist etwas, was dich natürlich auch nochmal so ein bisschen im negativen Sinne touchen könnte, wo es vielleicht auch die ein oder andere Träne kommt. Dennoch geht das einher mit etwas richtig, richtig Gemialen, ihr Lieben. Also dieses Highlight, was hier auf dich zukommt und hier für die Leute, die mit in Resonanz gehen, das ist hier wirklich eine Welle des Erfolgs, beziehungsweise etwas, was du dir gewünscht hast, ja, wo du die Chance hast, jetzt etwas umzusetzen. Und das wird jetzt bei jedem etwas anderes sein. Für viele kann es hier wirklich auch auf die Liebe
zutreffen. Du lernst auf einmal jemanden kennen, ja, und hier ist eine mega krasse Kommunikation da, hier ist auch eine stabile Kommunikation da, liebevoll, leidenschaftlich, ja, alles dabei, was einfach in so eine Kennenlernphase gehört. Ja, und hier wahrt jemand auch ein wunderbares Gleichgewicht. Also dein Gegenüber respektiert auch, wenn du sagst, ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit. Ja, weil jemand möchte hier auch etwas nicht verkehrt machen, hier möchte jemand auch Rücksicht auf dich nehmen. Und das ist eine positive Auszahlung sozusagen von dem Universum an dich, ja. Ich habe hier auch noch für die ein oder anderen, es kann sein, dass diese Königin der Kelche auch eine andere Person ist, die eine dritte Rolle, ein äußerer Einfluss darstellt, ja, das kommt mir hier auch rein. Und es kann sein, dass es hier mit dieser Person tatsächlich auch zu Komplikationen, zu Streitigkeiten kommt. Hier kann man aber auch sagen, hier kann man etwas wieder bereinigen und hier kann man auch etwas wieder klären, ja. Diese Person hier, wenn es eine äußere Person ist oder zum Beispiel dein Gegenüber momentan noch gebunden ist an eine dritte Person, dann habe ich das Gefühl, diese Person schießt hier über das Ziel ein Stück weit hinaus, ja, und handelt auch total aus ihren Emotionen heraus. Das heißt, ich habe hier das Gefühl, hier ist so ein Pulverfass, ja, was eventuell auch in die Höhe gehen kann. Und sie fühlt sich hier eventuell ziemlich ungerecht behandelt. Also das habe ich hier auch für den einen oder anderen. Allerdings muss man hier ganz ehrlich sagen, so das, was das Universum durchgibt, ist, das ist hier auch so eine karmische Auszahlung. Ja, also Karma ist ja etwas, was unsere Taten, unsere Gedanken widerspiegelt. Ja, und all das, was wir rausgeben, kehrt halt zu uns zurück. Also sollte man sich immer gut überlegen, was gebe ich raus, ja, und warum sitze ich hinterher vielleicht auf einem Scherbenhaufen und heule, ja. Also das ist halt, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also es ist hier so ein bisschen so dieses Gefühl von, ja, sie hat hier vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Sie kann auch eventuell in der Vergangenheit mit unfairen Mitteln gearbeitet haben. Das kann hier was tatsächlich auch mit Finanzen zu tun haben. Es kann hier auch etwas sein, wo man dein Gegenüber hat versucht zu halten über die Sexualität, ja, über die Leidenschaft, über Bezirzungen, Verlockungen, ja, aber all das hat hier nicht gefruchtet. Das ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, ja. Und hier werden diese quasi, diese verbrannte Erde, die geht jetzt raus, auch diese Person wird hier rausgehen aus diesem Kreis, ja, so habe ich das, und wird hier quasi nicht mehr diese Rolle spielen, ja. Also entweder, weil es kann für jeden wirklich jemand anders sein, es kann jemand aus der Familie sein, es kann aus dem beruflichen Umfeld sein, es kann eine Konkurrentin sein, ja, es kann eine Mutter, eine Schwester oder wie auch immer sein, je nachdem wer das auch ist, es gibt hier die Chance, etwas wieder zu klären und auch zu bereinigen und friedlich miteinander Lösungen zu finden, ja, das habe ich hier schon. Für die einen oder anderen wird diese Person aber komplett aus dem Leben verschwinden, das heißt, man sagt, okay, hier ist genug des Guten, ja, wir haben jetzt hier vielleicht auch, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel einen Gerichtsprozess hast, du stehst mit jemandem vor Gericht, ja, kann zum Beispiel eine Vermieterin sein oder ich weiß nicht, wer es ist, eine arbeitsberuflich oder ne, was auch immer, und ja, man handelt das ab, du bekommst dir die guten Nachrichten, du bekommst dir vielleicht auch ein Recht zugesprochen, ja, je nachdem, in welcher Situation ihr seid, ja, hier ist es hier ist die Gerechtigkeit, das heißt, hier wird etwas gerecht entschieden, ja, und dann kann es natürlich sein, dass sich eure Wege komplett trennen, weil man sagt, okay, ich will mit dieser Person einfach gar nichts mehr zu tun haben und dein Highlight ist, dieser Abschluss kommt, ja, das wäre hier auch noch möglich. Für viele ist es auch so, neue Projekte, neue Hobbys, die hier aufflackern, ja, die dir vielleicht auch, ja, wo du wirklich einfach Feuer und Flamme für bist, ja, du bist einfach, du brennst, ja, vor Leidenschaft sozusagen, oder jemand brennt hier vor Leidenschaft für dich, ja, und wie gesagt, hier, ja, zurückgehaltene Emotionen, wie gesagt, könnten auch tatsächlich ausbrechen, das heißt, etwas, was du vielleicht lange unterdrückt hast oder was hier auch eine andere Person in Bezug auf dich lange unterdrückt hat, kommt hier zum Vorschein, ja. Und das könnte hier tatsächlich mit einem größeren Knall einhergehen. Da möchte ich ganz gerne nochmal eine Botschaft zu haben.
Ja gut, das waren jetzt einfach ein paar zu viele Karten. Eine bitte. Ja, es ist die zwei der Kelche. Ne? Also tatsächlich ist es für einige so, dass diese Person hier eine dritte, ach, ihr Lieben, ich kann wieder nicht sprechen, aber gut, eine dritte Konkurrentin anzeigt, ja, beziehungsweise eine dritte Person anzeigt, so. Und diese dritte Person fliegt hier raus aus eurem Kreis, ja, weil ihr wollt hier die Liebe leben, ihr wollt hier, sag ich mal, ja, einfach euren Frieden haben, ja, ihr wollt hier vielleicht auch neue Dinge aufbauen. Hier kann es auch sein, dass irgendjemand nicht damit einverstanden ist, welche Entscheidungen getroffen werden, welche Entscheidungen vielleicht dein Gegenüber trifft, ja, dass man hier vielleicht sagt, okay, ich möchte jetzt meine Beziehung hier auf eine neue Stufe heben. Das kann zum Beispiel sein, du, dein Gegenüber und du, ihr seid schon länger zusammen, ja, oder keine Ahnung was, so, und man macht irgendwie einen Verlobungsantrag, einen Heiratsantrag, man investiert in irgendwas zusammen, ja, und dann kommt hier diese dritte Person, für die geht eine Welt unter, ja, also so habe ich das hier. Und hier kann es wirklich zu Konflikten kommen, zu Streitereien kommen, zum Knall kommen, und generell ist hier jemand sehr, sehr unzufrieden, hat das vielleicht auch lange runtergedrückt, und das war es dann so, dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ja. Also diese Möglichkeit habe ich auch noch. Natürlich musst du jetzt für dich schauen. Bist du hier diese Königin der Kelche und bist hier mit irgendetwas nicht zufrieden, ja, was zwei andere hier machen und lieben, dann kann das natürlich ja auch umgedreht sein. Ja, das kann ich jetzt wirklich nicht ausschließen. Ihr Lieben, es ist ein allgemeines Reading. Ne? Deswegen sage ich alle möglichen Szenarien. Fakt ist aber auch, wenn das passiert, ja, auch und du diese Königin der Kelche bist, dann ist es tatsächlich für dich so, hier kann eine Versöhnung auch wieder stattfinden, ja, je nachdem, wer du bist, wenn du eine Konkurrentin bist, ja, und dieser Mensch entscheidet sich, ich sag's mal so, für seine Ehefrau, du hattest mit dem vielleicht eine Affäre, dieser Mensch entscheidet sich für seine Ehefrau, verlässt diese Frau nicht, ja, dann ist es so, dann weißt du aber, dass für dich wirklich auch die Zeit angebrochen ist, einen neuen Weg zu gehen, denn hier geht es auch darum, so ein bisschen eine Warteposition zu verlassen, ja, also hier passiert irgendwas, was das Fass zum Überlaufen bringt, bei dieser Königin der Kelche, und grundsätzlich ist es so, es kann sein, dass hier auch dein Gegenüber wirklich in einer sehr unglücklichen Verbindung ist, sich schon lange trennen will, dann habt ihr das aber auch kommuniziert, ja, und jetzt kommen die Nachrichten, zum Beispiel die Scheidung ist durch oder ich bin ausgezogen, wir können jetzt hier wirklich loslegen. Für diese Person wird es hier relativ ungemütlich teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist hier mit irgendetwas nicht zufrieden. Sie fühlt sich auch teilweise wirklich vom Schicksal bestraft. Sie versteht die Entscheidungen nicht, die hier ein Gegenüber trifft oder vielleicht auch ihr Kind trifft. Ja, es kann auch sein, dass es zum Beispiel sich hier um ein Kind handelt. Was ich reinbekomme, ja, die Entscheidung des Kindes werden hier angezweifelt. Vielleicht ist es auch eine Schwiegermutter, auf die du schaust, ja. Könnte hier auch möglich sein. Und hier gibt es einfach so ein bisschen einen emotionalen Aufruhr durch eine Situation, was dir aber eine super geniale Chance bringt, ja? Oder auch dir und einem Gegenüber. Das heißt, eure Liebe wird vielleicht auch von außen nicht akzeptiert. Kann auch möglich sein, ja? Ihr werdet diese Liebe trotzdem leben, ja? Also das habe ich hier auch. Ja, es ist, also durch den Turm kommt hier echt ein bisschen Farbe ins Spiel, das muss man echt sagen. Also es scheint hier wirklich was richtig Gutes zu sein, allerdings ist hier so ein kleiner bitterer Beigeschmack dabei, ja. Aber eher für eine andere Person. Ich habe das nicht für dich als mein Zuschauer, sondern ich habe es eher für eine andere Person. Vielleicht verliert hier auch die Königin der Kelche tatsächlich einen Gerichtsprozess, verliert dadurch auch Geld, ja. Und versucht hier nochmal dagegen anzugehen, ja, also das könnte ja auch passieren, dass man dann sagt, okay, ich werde hier Revision einlegen oder was auch immer, ja, wenn du das bist, die sagt, okay, ich will Revision einlegen, weil du genau weißt, okay, da läuft irgendwas nicht richtig, ja, dann bedeutet das schon, dass du hier die Chance hast, auch zu gewinnen, wenn du im Recht bist. Das weiß ich nicht, ja, also ich kenne dich persönlich nicht, deswegen sage ich alles, was hier sein kann. Wenn es hier eine Person ist, die mit unfairen Mitteln gespielt hat, wird sie kein Recht bekommen. Das heißt, wir sind im 8. Jahr, ihr Lieben, und
Wir haben das Jahr der Auszahlungen und ich glaube, das kriegen schon einige Menschen mehr als genug zu spüren, schon von Anfang an. Ja, also das Jahr war schon von Anfang an sehr, sehr holprig, muss man sagen, bei vielen. Ja, ich habe das auch gelesen, immer wieder in den Kommentaren, dass viele geschrieben haben, es ist einfach wirklich gerade schwer. Es ist aber auch das Jahr, wo man einfach sagt, es ist das Jahr der Transformation. Ja, die 8 steht im Lenny-Deck für den Sarg. Es geht um Ende, es geht um Neubeginn, es geht um Transformation. Und genau das sehen wir hier auch. Ja, das spiegelt sich hier quasi auch wieder in dieser Legung. Wow. Okay. Eventuell, tatsächlich kann es auch sein, dass hier jemand versucht, deine Beziehung kaputt zu machen, dass man versucht, hier hinter deinem Rücken irgendwie gegen dich zu arbeiten. Ja, ich kann dir sagen, wird der Person nicht gelingen. Ja, du wirst das ja auch rausbekommen. Das heißt, hier kommen neue Informationen auch ans Licht. Ja, und du wirst hier definitiv auch Schritte gegen diese Person dann einleiten. Ja, und diese Schritte könnten hier wirklich auch eine Anzeige sein. Diese Schritte könnten hier wirklich schon gravierender sein, ja. Also ich nehme hier schon ein hohes Potenzial wahr, wo man sagt, okay, das Fass ist jetzt auch deutlich übergelaufen, mir reicht's. Und es kann auch ein Gegenüber sein, der jetzt sagt zu der Mutter oder zu der Schwester oder tatsächlich zu der Konkurrentin, mir reicht es. Ja, deine Spielchen, die du hier spielst, es ist jetzt mal gut. Ne? Und man fängt jetzt wirklich auch an, hier wirklich aufzuräumen. Also das Highlight wird auch das große Aufräumen sein, ja. Der ganze Müll, die ganze verbrannte Asche wird aufgewirbelt, so könnt ihr es euch vorstellen. Man kehrt den Mist zusammen, man vergießt vielleicht auch ein oder zwei Tränen. Dennoch habe ich das Gefühl, für dich geht es hier richtig gut weiter, ja. Also auch unterdrückte Gefühle können hier in die Heilung gehen, ja. Also hier ist es wichtig, hier kann man auch etwas nicht mehr unterdrücken, ne? Auch gegenüber einer Person. Ja, wenn du genau weißt, okay, diese Person spielt mir hier permanent irgendeine Scheißfreundlichkeit zu, ja? Du weißt aber ganz genau, dass diese Person eigentlich einen absoluten Groll auf dich hat, weil du vielleicht intuitiver bist, weil du vielleicht sensibel bist, hochsensibel bist, ja? Dann spürst du das mit jeder Faser deines Körpers. So, und diese Person ist aber immer hahaha und freundlich und tritratralala, ja? Ich sage dir, es wird im März ein Ereignis geben. Vielleicht hat es auch mit einer Kommunikation, was sie erfährt, zu tun oder Nachrichten zu tun, wo diese Person ihr Gesicht verliert, diese Maske ihr Gesicht verliert und vielleicht wirklich auch komplett aus der Haut fährt. Ja, das kann hier möglich sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe, dass es für dich wichtig ist, dass du hier. Und das ist, ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist wirklich schwer. Ja, dann nicht auszurasten, dann sich nicht auf die gleiche Stufe zu stellen, sondern dann die Balance zu wahren und zu sagen, okay, ist in Ordnung. Also natürlich sollst du dich auch wehren und Grenzen setzen. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber hier ist es wichtiger, dass du für dich in deiner Stabilität bleibst, in der Balance bleibst, ja, und hier auch nicht zu krass ausrastest. Diese Person hier hat hier das Nachsehen, ja, das sage ich ganz, ganz ehrlich, ja, also ich habe hier wirklich das Gefühl, diese Person hat das Nachsehen und du wirst hier in eine neue Richtung gehen und ich kann auch nicht ausschließen, dass du hier durchaus extrem viel Erfolg anziehst quasi und hier jemand extrem neidisch auf dich ist, ja, oder neidisch, weil du hier den Sohn heiratest oder keine Ahnung was, ja, mit dem Sohn ihr wegnimmst oder was. Es gibt ja so viele verschiedene Szenarien, ja. Also, oder den Mann wegnimmst, ja, wo vielleicht auch schon alles ausgelutscht war. Wie gesagt, aber die sind dann auch schon tatsächlich getrennt, ja. Also es ist wirklich so, dass es dann schon ausgesprochen wurde. Das ist nicht etwas, wo du immer wieder auf Warteposition gehalten worden bist, ja, und man dir gesagt hat, naja, irgendwann trenne ich mich schon oder so. Diese Situation meine ich nicht. Ich meine wirklich, wenn du ganz genau weißt, okay, da läuft gar nichts mehr und du bist ja auch ganz sicher. Und er hat ja auch schon gesagt, es ist nur noch, es sind nur noch gewisse Dinge zu klären, die jetzt auch zeitnah passieren, ja. Also das geht jetzt nicht darum, dass das immer so um den Brei
geredet wird und dass dieser Mensch sich ambivalent verhält, sondern dieser Mensch liebt dich, das zeigt er dir auch und er kommuniziert es auch und er will auch ein Leben mit dir zusammen führen. Ja? Und dann kann es sein, dass hier auch eine Ex-Frau tatsächlich das Nachsehen hat. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch natürlich keine falschen Hoffnungen machen, ja, aber es ist einfach so, dass es so viele mögliche Szenarien gibt und ich wünsche mir immer, und das ist auch nochmal ganz wichtig, dass ich das nochmal sage, ihr schaut diese Videos in eigener Verantwortung, ja. Also ich werde immer wieder irgendwie damit konfrontiert, auch in den Kommentaren, ja, es trifft nichts ein, du machst uns Hoffnung und dann passiert überhaupt nichts. Nee, die Hoffnung machst du dir selber. Das ist der Punkt 1. Und Punkt 2 ist, du schaust diese Videos in deiner eigenen Verantwortung, ja. Hier sind wir in einem allgemeinen Reading und wer das bis heute noch nicht begriffen hat, ich kann es nicht ändern, es tut mir leid. Ja, also das noch mal kurz am Rande erwähnt. Aber das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ne? Also wie gesagt, ich kann nur das mitteilen, was das Universum hier durchgibt. Das gebe ich euch durch und ich versuche so viele wie mögliche Szenarien euch aufzuzeigen, damit ihr eben schauen könnt, okay, ist das meins, ja? Jo, hier haben wir den Rückzug, die Spannung, das ist dieser Turm, ne? Das ist hier zu einer Person, hier wird man sich auch zurückziehen, vielleicht auch als Paar zusammen wird man sich von dieser Person zurückziehen, vielleicht auch ist es was mit der Familie oder ich habe hier auch für einige wirklich ein Familienmitglied, ja, die hier querschießen könnte, die hier mit all dem nicht so zufrieden ist, ja, die Entscheidungen, die getroffen werden, nicht akzeptieren möchte, hier rumstenkert, rumstreitet, ja. Aus ihren eigenen Emotionen heraus, weil sie vielleicht auch selber sehr unzufrieden mit ihrem Leben ist. Das kann auch möglich sein. Fakt ist, hier ist es wirklich wichtig, dass du dich versuchst, auch von dieser Person zu distanzieren, ja, oder auch wenn du mit dieser Person vor Gericht stehst, lass die Anwälte das regeln, kümmere dich darum, was der Anwalt dir aufträgt und den Rest lass einfach fließen, ja. Hier kommt die Gerechtigkeit zu dir. So. Man wird hier auf jeden Fall zu dieser Person eine Distanz halten. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber tatsächlich hier wirklich sagt, okay, es reicht mir jetzt, ne? Ich räume jetzt hier mal richtig auf. Also es geht gar nicht, was hier passiert. Und das bringt ja auch eine Distanz zwischen deinem Gegenüber und dieser Person. Das kann auch möglich sein. Wir haben hier noch die Pharmazie. Ja, hier geht es darum, dass eine Verbindung so oder so nicht wirklich gesund war. Ja, zwischen dir und dieser Person, zwischen deinem Gegenüber und dieser Person, diese Dreierkonstellation, es ist egal, wie man das jetzt nimmt, diese Verbindung war nicht gesund, sie war krank. Und das geht hier in die Heilung, ja. Und auch diese Beeinflussungen, ja, hier versucht jemand vielleicht auch dein Gegenüber zu sagen, Mensch, du belügst dich doch selber. Man versucht ihn zu beeinflussen, permanent beeinflussen, ne? Und das, hier reicht es einem. Und dann knallt es und damit bricht hier etwas auf, was schon lange hätte aufbrechen müssen. Ja, es kann hier sich auch um ein altes Familienthema handeln. Auf jeden Fall wird hier quasi diese Verbindung geheilt. Hier werden Grenzen gesetzt. Ja, ich habe hier auch das Gefühl, dass man hier wirklich wieder zu seiner eigenen Kraft kommt, die hier durch diese ganze Situation sehr geschwächt war, vielleicht auch durch diese dritte Person. Ja, und hier kommt auch das Wehren wieder. Ne? Du wirst dich wehren in einer Situation. Du wirst es nicht mehr alles so mit dir machen lassen. Und du hast jemanden, der definitiv an deiner Seite ist. So, schauen wir weiter. Also ich glaube, im März wird es für einige echt rund gehen. Also ja, hier kommt die Aktion rein, die Dominanz. Diese Person, ja, ist eine sehr dominante Person. Oder beziehungsweise ist es eine Person, die stark im Ego ist, die aus egoistischem Antrieb handelt, ja. Und ja, man muss jetzt einfach mal ganz klar sagen, diese Person meint es hier nicht unbedingt gut. Ja? Und es kann auch sein, dass du oder dass man sich wirklich extrem duelliert hat, dass man extrem versucht hat, in die Dominanz zu gehen, dieser Person in die Schranken zu weisen, hat aber vielleicht auch nicht funktioniert. Ja? Hier hat man vielleicht Grenzen gesetzt und diese Grenzen aber selber immer wieder
eigentlich nicht wirklich durchgezogen. Das kommt mir hier auch an. Für dich wird wichtig, durch diese ganze Geschichte, die hier dein Highlight zu scheinen seit im März, wird es hier so sein, dass du hier neue Türen hast, die dir ganz viel Freiheit bescheren. Ja, also es wird sich einiges zum Positiven verändern und das war auch lange nötig. Ja, und diese Dominanz oder diese Person, die hier meint, sie ist so dominant und sie kann hier machen, was sie will, ohne dass es Konsequenzen hat, wird hier in ihre Schranken gewiesen. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Also das ist echt spannend, ihr Lieben. Es könnte jemand sein, der längeres Haar hat auf jeden Fall. Es könnte auch eine jünger wirkende Person sein. Ich habe hier auch das Gefühl, dass diese Person recht schlank ist. Mir kommt eine schlanke Person durch. Mir kommt auch jemand durch, die, wie gesagt, sehr viel Feuer hat. Vielleicht auch, wie gesagt, auf Erotik setzt, ja. Und hier dein Gegenüber vielleicht versucht hat, eine Affäre zu locken oder tatsächlich wird hier gemauschelt, dass man dich betrügt. Ja, man hat hier versucht, Scheiße zu streuen. Auch so etwas kriege ich rein. Ja, das ist natürlich ganz hinterhältig und fies. Ne? Also hier hat jemand fiese Spielchen gespielt. Und es kann sogar sein, dass es hier um noch eine Person geht. Also mir kommen hier bis zu 4 Personen rein, die einfach eine Rolle spielen könnten in diesem ganzen Konstrukt. Ja, das wirst du für dich zuordnen können. Vielleicht ist bei dir nur eine, ja, aber ich nehme bis zu 4 Personen wahr. Die Zahl 4 ist natürlich, also das vierte Haus steht auch für Familie. Wie gesagt, vielleicht ist es hier auch ein Familienthema. Das kann auch wirklich, ja, jetzt kommt hier die Bad Witch, Manipulation, Verlockung. Ja, also hier hat jemand versucht, vielleicht auch tatsächlich dein Gegenüber, also ich krieg's ja echt, das ist jetzt vielleicht für eine kleinere Reisegruppe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es, wenn es hier um eine Schwiegermutter, Mutter geht, ja, dass man hier gesagt hat, Mensch, guck dir mal diese Person an, wie attraktiv die ist. Oder Mensch, hier zwischen euch, das funktioniert doch so gut. Ne? Also man hat dein Gegenüber versucht, vielleicht hier auch festzuhalten, ja, einzusperren. Beziehungsweise kann das hier auch wieder ein anderes Szenario. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend heute, aber es kommen so viele Botschaften durch, ihr Lieben. Es kann auch sein, dass es hier um wirklich 2 Personen geht, ja. Also zum Beispiel eine Mutter, eine Schwester, eine Mutter, ein Vater. Ja, wir sind im allgemeinen Reading. Fakt ist auf jeden Fall, dass man hier vielleicht auch dein Gegenüber wirklich versucht hat, an eine andere Dame zu binden, ja, obwohl da überhaupt keine Liebe ist. Ja, und eure Liebe einfach überhaupt nicht gewertschätzt hat, nicht geduldet hat, immer wieder manipuliert hat, ja. Ja. Das ist schon heftig hier. Wow. Jo, hier kommt der, also im Unterdeck ist tatsächlich noch der Abschied, die Trennung. Hier wird sich von diesen Personen wird sich hier verabschiedet und wenn auch erstmal nur auf Zeit. Ich habe das Gefühl, geht es um einen Rückzug, der die Heilung bringt, dass diese Personen eventuell auch mal nachdenken können. Ja, also es ist hier schon ziemlich krass. Hier schaut auch einer, wie 2 Schwäne abdampfen. Das kann hier natürlich eine Mutter sein, das kann hier eine Ex-Partnerin sein, wie auch immer, ja. Und hier schwimmt auch noch ein einsamer Schwan. Also ich sag ja, 4 Personen, die hier eventuell einfach eine Rolle spielen, ja, die ich hier reinkriege. Also es kann auch sein, weil wir hier 5 Schwäne drauf haben, dass es um die, also 4 Schwäne und eine Person so rum, dass es hierum geht, dass man hier die Herausforderung, ja, dass diese Herausforderungen die ganze Zeit da waren, jetzt endgültig überstanden sind, weil hier ein Gegenüber auch verstanden hat, was hier passiert, ja. Weil man hier mal wirklich, vielleicht hat man das auch lange Zeit unterdrückt, ne? Gerade wenn es Familie ist, dann will man das ja nicht sehen zum Beispiel, weil es einem wehtut. Ja, aber das kommt hoch. Durch irgendeine Kommunikation, durch irgendeine Veränderung wird das hier richtig hochgeholt. Hier schlägt der Blitz ein. Also es ist auf jeden Fall eine heftige Energie, ihr Lieben. Und ich habe hier schon irgendwie für dich eher wirklich gute Chancen, dass das hier wirklich in eine richtig gute Richtung geht und endlich dieser ganze Rotz vorbei ist, ja? Schauen wir weiter.
Hier Miss Rotkehlchen. Helle Freude, Klang und Singen. Lebe dein Sein in vollkommener Freude und Leichtigkeit. Genau das wird auf dich zukommen. Das ist das Ass der Stäbe. Leichtigkeit, ja, Gerechtigkeit, die hier reinkommt. Du wirst dich freuen. Vielleicht ist tatsächlich ein Hobby für dich auch Singen. Das könnte möglich sein, dass du etwas mit Singen zu tun hast oder auch mit Klängen, ja, du produzierst vielleicht Klänge oder irgendwas. Es kann auch einfach sein, dass du momentan ganz, ganz viel Musikbotschaften bekommst. Das Rotkehlchen könnte sehr häufig in deinem Sichtfeld sein. Dann wäre das ja auch noch eine Botschaft für dich, ja. Also, das ist hier schon echt heftig. Ich habe das für dich wirklich, die Freude und die Leichtigkeit ziehen ein, dadurch, dass hier jemand auch erkannt hat, wie falsch gewisse Personen sind. Ja, also heftig. Das sind krasse Energien. Also hier geht es echt ab, Leute. Für die, die hiermit in Resonanz gehen, ja, seht ihr, da fliegen alle Karten schon mal, da geht es wirklich ab. Wir haben hier die Rose ohne Dorn. Du hast ein Anrecht auf deine Freude, auf deinen Frieden, die Süße des Lebens. Genau. Das, was hier versucht, kaputt gemacht zu werden, ihr gehört zusammen. Ja? Und das ist das, was ich hier habe. Ihr gehört zusammen. Hier geht es um Seelenpartnerschaft oder in einer Angelegenheit. Hast du das verdient? Du hast dafür hart gearbeitet. Vielleicht hat man dir was weggenommen. Vielleicht hat man dich wirklich von hinten fiese Gerüchte über dich verbreitet oder sonstiges dergleichen. Du hast ein Anrecht darauf, was passiert. Ja, und darum sage ich ja, hier wird sich auch von gewissen Menschen, wirst du dich distanzieren, weil du vielleicht auch wirklich die Schnauze gestrichen voll hast. Ja, weil du hier auch Dinge erfährst, die hinter deinem Rücken abgelaufen sind. Das habe ich hier auch für einige. Wow, also das Highlight im März wird Heavy Metal, muss man echt sagen. Das ist krass. Ich versuche gerade noch ein paar Informationen zu bekommen zu der Person, die hier vielleicht für dich wirklich wichtig ist, die so manipulativ ist. Aber ich glaube, dass für viele kann es wirklich sein, dass sie jemand ist, die auch häufig so, wie soll ich das aussprechen, ich komme nicht auf das richtige Wort, die einfach sehr neugierig ist, viel wissen will, die immer so ausfragend ist, vielleicht sich auch immer so ein bisschen als, ach, die Welt ist so schlimm, obwohl es ist nicht schlimm, ja. Also wisst ihr, wie ich das meine? Ich krieg's nicht besser rein. So, wir haben dann hier die Tiere und der Schlaf. Also das wird wichtig sein für dich. Es kann ja sein, dass du wirklich ja, in Bezug auf die Tiere ja, einfach so neue Kraft tanken kannst. Ja, dass Tiere für dich wichtige Begleiter sind. Dass du einfach auch durch Tiere vielleicht in die Beruhigung kommst. Ja, es kann auch sein, dass du hier tatsächlich viele Tiere, verschiedene Tiere im März siehst, die dir Botschaft bringen wollen. Also das habe ich hier. Gleichzeitig wird der Schlaf auch wichtig. Du brauchst Phasen der Erholung im März, gerade wenn du hier mit in Resonanz gehst, weil hier geht etwas hoch her und es kann sein, dass es dir deinen Schlaf raubt. Ja, oder es kann sein, dass du wirklich sagst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, ich bin müde einfach. Lass dich davon nicht beirren. Ja, ruhe dich aus, suche die Freude vielleicht auch in Tieren, ja, dass du dich mit der Natur beschäftigst, mit Tieren beschäftigst. Hier kommt, guck mal, hier haben wir die Friedenstauben, ja. Hier wird es auch möglich sein, dass hier eine Versöhnung wieder stattfinden kann, ja. Vielleicht auch zwischen der Familie und dir, ja. Oder wie gesagt, also ich habe hier eine Versöhnung wieder drinne, ja, die hier auch stattfinden kann. Oder zumindest, dass man sagt, okay, man kann gewisse Dinge bereinigen, man ist distanziert, ja, und für die einen oder anderen wird es hier wirklich so sein, dass du hier, ja, also dass das hier schläft was ein, ne, quasi. Also, ja, hier schläft eine Verbindung auch ein. Also das ist das, was ich hier reinbekomme.
Vielleicht sagt dir die Buchstaben T und S etwas. Das könnte für dich wichtig sein. Oh nee, das waren jetzt auch wieder viel zu viele Karten. Hier haben wir den gelben Jaspis. Kontrolle und Macht. Ja, hier hat jemand versucht, dich zu kontrollieren. Diese Kontrolle geht raus. Ja, du holst dir deine Macht zurück, dein Gegenüber holt sich hier eine Macht zurück und sagt so bis hier und nicht weiter. Das ist im Endeffekt das, was ich hier habe. Genauso ist es so, du hast hier auch eine gewisse Macht selber. Ja? Die Spiritualität hat dir gewisse Werkzeuge in die Hand gelegt, die du nutzen kannst. Du kannst dich zum Beispiel mit Steinen, mit Heilsteinen unterstützen. Gelber Jaspis wäre auch für dich vielleicht gut, dass du ein bisschen gestärkt auch bist. Ja, das kriege ich hier auch rein. Und du brauchst ja auch keine Angst haben vor Kontrolle. Brauchst du nicht haben, ja? Also vielleicht hast du auch Angst, dass dich hier jemand kontrolliert. Es kann auch sein, dass hier diese andere Person dein Gegenüber permanent kontrolliert hat, ja? Und ja, da irgendwas ausgenutzt hat. Hier hat man irgendwie, ich kriege hier wirklich das Wort, man hat eine Position eventuell auch ausgenutzt. Das kann auch im Beruflichen sein, ja? Man hat diese Position ausgenutzt, die man hatte, und hat dich hier schön klein gemacht und klein gehalten und hinter deinem Rücken fiese Attacken gegen dich gedreht. Das kommt alles raus. Achso, nee, die Krafttiere machen wir noch. G und J könnten für dich auch wichtig sein. Eieiei. Die Karten sind auch heute krass, ne? So, wir haben hier die Motte und wir haben das Nilpferd. Ich sag doch, für einige kann es hier auch um Mutterthema gehen. Von deinem Gegenüber. M und N könnte hier wichtig sein, noch als Buchstabe. Und Motten fliegen um dein Licht. Die wahren Schätze liegen in der unvergänglichen, ewigen Natur. Erlöse, was befreit werden will. Ja, das ist der Turm. Und dieser mütterliche Schutz. Ja, also für einige wird es hier tatsächlich auch darum gehen, dass du zum Beispiel auch über deine Träume tatsächlich schon Informationen bekommst. Ja? Also die Träume bereiten dich hier eventuell auch schon auf ein Ereignis vor. Und es kann hier auch wirklich sein, dass dein Gegenüber eine ganz starke Gebundenheit zur Mutter hatte. Ja, und hier passiert aber etwas, wo man sagt, okay, das wird jetzt mal ein wenig verändert. Ja? Also vielleicht hat hier auch, wie gesagt, eine Mutter oder du bist selber Mutter, und tatsächlich dein Kind erzählt dir etwas, womit du nicht zufrieden bist. Ja, wenn dein Kind glücklich ist, dann ist das wichtig, dass man diesem Kind auch Freiheit gibt. Ja, oder auch loslaufen lässt. Ja, also also es ist schwierig natürlich. Ne? Es kommt wirklich darauf an, mit wem hast du hier was zu tun, was ist es hier für eine Situation, ja. Es kann natürlich auch darauf hindeuten, zum Beispiel, dass man hier wirklich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Mutter hat und dieses Verhältnis quasi durch eine Information so ein bisschen nur in Aufruhr gerät, ja, und man dann einfach ein bisschen auf Distanz geht, die Dinge beruhigen lässt und hinterher kann man sich auch wieder sage ich mal, ja, versöhnen. Ja, das könnte ja auch möglich sein. Also es muss jetzt hier nicht die komplette Katastrophe sein, aber ich habe hier für einige schon ordentlich, dass es kracht und knallt. Ja. Und das ist eben das, was befreit werden will. Nämlich eine Gebundenheit, die hier zu krass war. Ja. Zum Beispiel, wenn dein Gegenüber in einer Beziehung ist und die Mutter bindet ihn permanent ein, ist das nicht richtig. Ja. Genau. So, und wie gesagt, ihr beide gehört hier zusammen. Das ist das, was ich hier habe. Und dieser dritte Einfluss wird hier, ja, so ein bisschen es schwierig haben, sagen wir es mal so. Denn das, was zusammengehört, wird immer wieder zusammengeführt. Das ist eben auch so. Alles, was zu dir gehört, wird den Weg zu dir finden, ja. Und da können Leute noch sonst was machen. Oder dein Gegenüber vielleicht eine andere Dame anbieten, die ja viel, viel besser passt, ja. Oder verlocken mit irgendwelchen Geldern, verlocken oder sagen hier, wenn du das machst, ich enterb dich oder irgendwas. Oder mit Geld erpressen. Ja, wenn das Fass überläuft, ihr Lieben, ja, dann läuft es über. Und sowas sehe ich hier. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. So, jetzt schauen wir noch auf die Charms.
Achso, ich muss noch die Zeitkarten machen und die Sternzeichen, die ich jetzt beinahe vergessen. Wir haben das W, wir haben das L, wir haben nochmal das L, wir haben das W, wir haben das O und das J und das A. Also wir haben hier ein Ja. Falls du irgendeine Frage permanent im Kopf hast und wir haben das Wort Woll. Also es kann sein, dass jemand tatsächlich dich fragt, ob du seine Frau werden möchtest. Also einen Heiratsantrag habe ich hier. Ich habe hier aber auch das tatsächlich, dass man wirklich zusammen etwas erschafft. Ja, wollen wir irgendwas machen? Ja. Es kann auch sein tatsächlich, dass diese Buchstaben in dem Ort oder in der Person, in dem Vor- und Nachnamen mit enthalten ist. Doppel-L könnte wichtig sein und Doppel-W könnte auch wichtig sein. Wie gesagt, falls dir hier irgendwie eine besondere Frage immer wieder im Kopf rumschwirrt, hast du hier ein Ja. Und hier haben wir schon das Friedenssymbol. Also es geht hier tatsächlich um den Frieden, der wiederhergestellt werden soll, vielleicht auch zwischen dir und einem gegenüber. Hier hat Amos Pfeil getroffen, hier wird Amos Pfeil vielleicht auch treffen. Hier geht es um den Neubeginn mit der Libelle. Hier kommen die Chancen, also hier wird sich, hier sind die zwei Asse als Bestätigung, ja. Und dass hier, wie gesagt, sich etwas aufschließt, was schon lange eigentlich aufgeschlossen werden sollte. Hier wird eine neue Richtung angesteuert mit dem Steuerrad. Das Ganze ist hier sehr schicksalshaft. Dann haben wir hier die Münzen. Also es kann hier auch um was Finanzielles gehen. Es kann hier aber auch um die Wertschätzung gehen oder um den Wert auch einer Beziehung. Ja. Das Ganze kann hier tatsächlich auch mit irgendeinem Festtag in Verbindung stehen. Mir kommt nicht Weihnachten rein, mir kommt tatsächlich ein Festtag rein, der wichtig werden könnte. Und dann haben wir hier tatsächlich noch die Medizin, also die Spritze quasi mit dem Elixier, und das ist für mich die Heilung, ja. Also hier schluckt einer eine bittere Medizin, ja, um quasi endlich mal klarzukommen und zu sehen, okay, so funktioniert das hier nicht, was ich mir hier vorgenommen habe. Das ist ein Scheißplan, ja. Und genau das wird passieren. Und das wird hier dein Highlight sein, weil ich habe hier wirklich für dich, öffnet sich hier eine riesengroße Tür. Du gehst hier in etwas sehr, sehr Stabiles, sehr, sehr Schönes. Hier kommen gute Nachrichten auf dich zu, ja. Und Menschen, die hier versucht haben, dir Steine in den Weg zu legen, oder ein Mensch zumindest, die wird hier so ein bisschen das Nachsehen haben. Ne? Und für viele ist es hier wirklich auch ein Heiratsantrag. Und vielleicht bricht dann die Welt für eine Mutter zusammen zum Beispiel. Ja? Gott, die heiratet, der heiratet die. Ich bin noch gar nicht zufrieden mit dieser Person. Sowas hier, ja, könnte sein. So, bevor ich es mal vergesse, machen wir euch Zeitkarten schnell. Hier haben wir die Waage, das hatten wir ja schon vorhin als Sternzeichen. Es geht auch um die Entscheidung, um das Gleichgewicht, um die Gerechtigkeit. Genieße deine Zeit. 7 Wochen, 7 Monate, 7 Tage. So, dann haben wir hier die Zahl 9, 97, 79 könnte für dich wichtig sein. Und ein Freitag, 67, 69, 96. Das könnte ja auch für dich wichtig sein. Vielleicht ist auch die 679 irgendwie in der Postleitzahl oder in der Telefonnummer der Person. Hier haben wir nochmal die 7. Die 7 ist auch eine heilige Zahl. Und etwas geht zu Ende. Lass los. Und die Umstände bestimmen. Ja? Also hier kann natürlich auch ein Gerichtsprozess angesprochen sein. Dann ist es hier natürlich unter bestimmten Umständen, dass sich hier auch etwas noch verzögert. Ein Freitag könnte wichtig sein. Vielleicht teilt man am Freitag auch irgendwas mit, ja, also vielleicht bekommst du Freitag zum Beispiel gute Nachrichten, das wäre morgen, also ich drehe es auf den Donnerstag gerade tatsächlich, und vielleicht sagen dir die Zahlen etwas, ja, ich habe hier auch tatsächlich noch für dich die 769, die wichtig sein könnte, oder die 776, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, vielleicht sind auch diese Zahlen im Kennzeichen einer Person, entweder bei dir, bei deinem Gegenüber oder bei diesem Einfluss, das habe ich ja auch noch, oder wie gesagt, die Telefonnummer. Hier geht es auch um Perspektivwechsel, ne? Drehe ich die 6 um, dann ja, habe ich die 9, und hier geht es auch um einen Perspektivwechsel, hier geht es auch aus einer anderen Sicht etwas zu betrachten, und die 7 ist eben auch die Zahl,
der Ruhe, ja, also ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, hier geht jetzt etwas zu Ende, das knallt nochmal ordentlich und dann kommst du endlich in deinen Frieden, ja. Also das ist das, was ich habe. Genau. So, jetzt machen wir ein Sternzeichen. Okay, hier haben wir, oh ihr Lieben, ey, glaubt ihr, ich komme hier bald immer runter. Ich werde echt alt. Hier haben wir den Widder. Haben wir die Waage. Also das W ist wichtig. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr W mehr im Namen. Also das W scheint hier echt wichtig zu sein. Ach Mann, ihr Lieben. Hier haben wir die Jungfrau. Hier haben wir den Wassermann. Hier haben wir den Stier. Huch. Hier haben wir den Steinbock. Und hier haben wir die Schütze. Also für diese Sternzeichen kann das hier wichtig sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass du hier tatsächlich quasi dein Sternzeichen jetzt nicht genannt wurde. Allerdings vielleicht eins dieser Sternzeichen häufig in deiner Chart vertreten ist oder tatsächlich bei deinem Gegenüber oder bei diesem Einfluss oder es ist dein Aszendent. Ja? Also wie gesagt, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht passen. Waage ist hier schon sehr häufig gefallen, also für die Waagen ist hier definitiv irgendetwas drin oder jemand, mit dem du zu tun hast, der Waage ist oder Krebs, Fische, Skorpion. Ja? Also das habe ich hier auch nochmal drin. Ja, ihr Lieben, ich belasse es dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen März und ja, bedanke mich nochmal für jegliche Wertschätzung in meine Richtung, für eure lieben Kommentare, Feedbacks und ja, für jedes Like, Abo, was ihr da lasst und alle anderen Wertschätzungen. Danke, danke wirklich von ganzem Herzen. Ich wünsche euch einen wunderschönen März, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.